Verletztheit. Verletztheit ist ein Substantiv zu verletzt. Wer verletzt worden ist, der leidet unter Verletztheit. Meistens spricht man von Verletztheit, von innerer Verletztheit. Ansonsten spricht man eher von Verletzungen oder von schweren Verletzungen. Verletzen kann eben heißen, Verwundungen bekommen, man kann Unfälle haben, man kann sich verletzen, man kann jemand anders eine Verletzung zufügen. Man kann auch eine Vorschrift verletzen, also einer Vorschrift nicht nachkommen. Verletzen kann aber eben auch heißen, jemand emotional verletzen, also jemanden kränken und beleidigen. Und so kann man jemanden tief in seiner Seele verletzen, man kann jemanden tödlich verletzen durch eine Beleidigung ihn in seinem Stolz treffen. Und die Konsequenz, wenn jemand auf diese Weise emotional verletzt wurde, ist eine tiefe Verletztheit. Und jeder Mensch hat Verletztheiten in sich, beziehungsweise die meisten Menschen haben Verletztheiten in sich. Man sollte sich aber von diesen Verletztheiten nicht zu sehr lenken und beherrschen lassen. Es gibt auch den Ausdruck der Dignitas, der Würde. Man kann zum Beispiel sagen, es liegt unter meiner Würde, den Menschen, der mir böse gesinnt ist, so viel Macht über mich zu geben. Verletztheit heißt ja, dass man dem, der einem etwas nicht so Positives angetan hat, Macht über sich dauerhaft zu geben. Man kann lernen, sich nicht so schnell verletzen zu lassen. Swami Sivananda hat ja nicht umsonst gesagt, Bear Insult, Bear Injury heißt Yoga. Trage Schaden, trage Kränkungen. Man könnte auch sagen, trage Verletztheiten. Das ist das höchste Yoga. Wenn du lernst, dich nicht so schnell verletzen zu lassen durch das, was Menschen sagen oder tun, dann bist du ein gutes Stück vorangekommen auf dem spirituellen Weg. Nicht umsonst sagt Krishna, dass ein Weiser, ein Heiliger, ein fortgeschrittener spiritueller Aspirant daran zu erkennen ist, dass er Gleichmut bewahrt in Lob und Tadel. Letztlich in Anerkennung und Verletzungen.